Die im Filmbeitrag genannten Vorwürfe führen zu erheblichen Fragen, die nun zügig durch die Bürgermeisterin erklärt und aufgeklärt werden müssen. Ja, vielen Dank für die Einladung zur Stellungnahme. Wir haben auch in der FDP-Fraktion die Vorwürfe zur Kenntnis nehmen können, die Sie in Ihrem Bericht darstellen. Und ich möchte eine Stellungnahme dazu abgeben. Natürlich spreche ich normalerweise frei, aber heute möchte ich meine Stellungnahme vorlesen, da ich nicht ausschließen kann, dass es im Zusammenhang mit Vorgängen um die Kita Wirbelwind zu einer juristischen Würdigung kommt. In 9 Monaten wurde die Kita Wirbelwind geschaffen. Bei der Einweihung erklärte die Bürgermeisterin, es schweben mit dem Träger noch immer einige Unstimmigkeiten im Raum. Und sie deutete an, dass ein Rechtsstreit mit der Lebenshilfe als Träger entstehen könnte. Die Bürgermeisterin hat die Einweihungsfeier der Kita dann, laut Presseberichten, aus diesem Grund verlassen. Doch diese Situation ist noch immer ungeklärt. Und ungeklärt sind auch im Zusammenhang mit der Kita Wirbelwind Verwaltungsvorgänge, wie sie sich aus Ihrem Stadtmagazinbericht folgern lassen. Die dargestellten Sachverhalte erschrecken mich. Und sie bedürfen unbedingt einer schnellen Klärung. Die im Filmbeitrag genannten Vorwürfe führen zu erheblichen Fragen, die nun zügig durch die Bürgermeisterin erklärt und aufgeklärt werden müssen. Die Antworten der Bürgermeisterin werden die Grundlage weiterer Beratungen in unseren Fraktionen sein und hoffentlich, hoffentlich für Erleichterung sorgen. Vielen Dank. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.